Wir gucken uns jetzt ein Video an von Celtics. Eine Woche auf neuem Account streamen und Zuschauer bekommen. Könnte recht interessant werden, Chat. Der gute Mann, denke ich zumindest, erstellt sich einen neuen Twitch-Account und versucht, erfolgreich zu werden mit Twitch. Was ja bei vielen Leuten, ja, wovon viele Leute träumen, würde ich sagen, oder? So, deswegen, wir gehen einfach mal rein, Chat. Let's fucking go. Eine 1 in Chat, wenn ihr gerne Streamer wärt. Los. Oder Streamerin halt. Also ihr wisst, was ich meine. Hm. Das wollen viele Leute wahrscheinlich, ja. Bei vielen jungen Leuten hat die Online-Streaming-Plattform Twitch schon seit langem das konventionelle Fernsehen abgelöst. Mehr als 10 Millionen User schauen den Streamern dort beim Zocken zu. Und das jeden Tag. Für viele Gamer ist es ein Lebenstraum, zum Fulltime-Streamer zu werden und damit so erfolgreich zu werden, dass man davon leben kann. Doch wie schwer ist es wirklich, auf Twitch erfolgreich zu werden? Was sind die geheimen Tipps, um den Durchbruch zu schaffen? Ich werde in diesem Video eine Arbeits... Das wüsste ich auch gern, Bruder, was da die geheimen Tipps sind. ...woche lang mit einem komplett neuen Account livestreamen und dabei versuchen, so viele Follower und Zuschauer wie möglich zu bekommen. Dabei... Wenn der Bruder jetzt einen Hot-Tub-Stream macht, dann werde ich ihm... sehr viel Geld zu senden. Hier darf ich weder mein Gesicht zeigen, noch Werbung machen. Kleiner Spoiler, es wird ein bisschen ehrenlos. Oh nee, bitte sag nicht, dass der echt einen Hot Tub Stream gemacht hat. What the fuck, 258 Zuschauer. Falls ihr meine Videos feiert, schaut gerne nach, ob ihr meinen... Muss ich dir jetzt wirklich Geld schicken? ...Kanal schon abonniert habt. Die meisten vergessen das nämlich. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Was geht, Freunde? Es ist Montag, das heißt, unser erster Streaming-Tag beginnt. Unsere Streaming-Woche geht von Montag bis Freitag und ich habe mir jetzt schon mal einen Account erstellt. Und zwar habe ich ihn Leon braucht Viewer genannt. Ich wollte am Anfang eigentlich Leon Small Dick machen, aber da stand, dass es gegen die Richtlinien, deswegen machen wir Leon braucht Viewer. Ich denke, das ist eigentlich ganz auffällig. Vielleicht wird das Leuten empfohlen und die denken sich so, yo, what the fuck, er braucht Viewer. Und dann gehen sie da drauf. Da wir uns ja nicht zeigen, habe ich ein Bild von Monta einfach reingemacht. Keine Ahnung, was ich sonst hätte reinmachen können. Wir können es ja immer noch ändern. Und als Titel habe ich, ich twerke für einen Follow, bitte komm. Auf ganz traurig. Aber vielleicht springt ja irgendjemand darauf an. Ich werde auch komplett ohne Overlay streamen. Das heißt, man sieht eigentlich nur den Bildschirm, den ich sehe, ohne Streaming Overlay oder sonst was, einfach nur mein Bildschirm gezeigt. Ich weiß, da ist auf jeden Fall mehr drin. Wir können auf jeden Fall mehr machen. Ich habe da schon sehr, sehr viele Ideen. Dieses einwöchige Projekt ist komplett für die Wissenschaft. Also kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen gottlos wird. Bitte nicht böse sein. Aber für den ersten Tag habe ich mir gedacht, ich werde jetzt mit komplett normalen Settings streamen, um zu gucken, ob ich dadurch vielleicht den einen oder anderen Zuschauer bekomme. Es ist ja unser erster Tag, deswegen können wir eigentlich chillen. Ich denke, ich werde ein bisschen das Shooter Game Valorant spielen mit ein paar Freunden. Das erste, was eigentlich einem Newcomer-Streamer empfohlen wird, ist, dass man nicht alleine streamen sollte, sondern sich irgendeinen Homie ranholt oder mehrere Homies, wie jetzt ich zum Beispiel bei Valorant, und dann zockt man halt zusammen, damit es halt einfach keine weirde Grundstimmung ist. Ich habe schon ganz viele kleine Streamer gesehen, die streamen komplett alleine, schauen auf ihren Bildschirm, schauen sich irgendein Video an und sagen halt einfach nichts. Und wer macht denn sowas, Digga? Für mich persönlich ist es halt schon so als Zuschauer ein bisschen unangenehm, wenn der Streamer halt sozusagen nur auf eine Nachricht wartet. Versteht ihr, was ich meine? Es ist jetzt 19.36 Uhr, das heißt Primetime auf Twitch. Um diese Uhrzeit sind eigentlich die meisten Leute auf Twitch unterwegs. Ein Monte streamt, ein Rezo streamt, ein Inscope streamt. Also das ist krass. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Twitch immer, immer größer wird. Es gibt immer mehr und mehr Streamer. Die Konkurrenz schläft auf gar keinen Fall. Für die kleinen Streamer ist es, glaube ich, eher sogar ein Nachteil, so am Abend zu streamen, weil halt die ganzen Leute dann so bei den größeren Streamern ist und dann geht man so ein bisschen unter. Und wir tryen aber heute jetzt mal so diese Prime Time. Obwohl, wenn die großen Streamer streamen, dann sind ja auch automatisch mehr Leute auf der Plattform. Könnte fast sogar ein Vorteil sein, oder nicht? Time und gucken mal, was draus wird. Um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass irgendjemand kommen wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich finde es auch unangenehm ohne Nacho. Chat, findet ihr das unangenehm gerade? Findet ihr meine Streams unangenehm? Ja? Warum? So eine schöne Stimmung hier zwischen uns, oder nicht? Ich bin Streamer, ihr seid meine Community. Wir haben eine schöne Zeit, Digga. Wir haben einen schönen Abend zusammen. Unterhalten uns, tauschen uns aus. Ein paar Jokes. Was ist, eine Kartoffel, nee, Danke. Was ist ein Gürkchen, was von der Polizei, wie nennt man ein Gürkchen, was von der Polizei verfolgt wird? Schürkchen. Danke. Guck mir das Video weiter.
Wir fangen an. Herzlich willkommen zum ersten Lacht. Stream. Was geht, Freunde? Und ja, mit wem rede ich überhaupt? Ja, okay, also er streamt jetzt ohne Facecam-Chat. Let's go. Valorant. Der erste Tag lief eigentlich wie erwartet. Das kann halt nichts werden, Bruder. Nämlich überhaupt nicht gut. Ich habe ganze 3 Stunden lang gestreamt und hatte, Achtung, eine durchschnittliche Anzahl der Zuschauer von 0. In ganzen... Gesundheit, Bruder, und ein dickes F in den Chat. 3 Stunden Stream von 20 bis 23 Uhr haben 4 Leute auf den Stream geklickt. Yo, nice. Da habe ich gecheckt, das Twitch-Game ist wirklich absolut hart. Egal, wie es... Das ist aber, ey, Chat, das ist aber wirklich... Also, ich war selber nie in der Position, aber das stelle ich mir wirklich hart vor, Chat. Wenn man jetzt anfängt zu streamen und man hat wirklich gar keine Zuschauer, Digga, dann kannst du dich ja nicht mal mit dem Chat unterhalten. Das ist schon hart, glaube ich, am Anfang, Digga. Das ist schon hart. Sympathisch du bist. Du kannst nicht einfach den Streamer machen und erwarten, dass irgendwelche Leute reinkommen. Ihr seht's, es ist sehr, sehr hart. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ciao. Am zweiten Tag habe ich dann ein bisschen früher gestreamt. Ich dachte... Wisst ihr, was mir auch mal hart leid tut, Chat? Ich ab und zu, nachts so, wenn ich im Bett liege, Digga, ich gehe so in manche Streams rein. Haben vielleicht ein paar Leute von euch auch schon mitbekommen, Digga, dass ich da ab und zu unterwegs bin. Und ich sehe ab und zu wirklich so Leute... Die haben dann halt auch so einfach einen Zuschauer oder so. Oder zwei. So ein Zuschauer, der einfach random da ist und wahrscheinlich schon eingeschlafen ist um 4 Uhr nachts. Und dann nochmal jemanden, der wahrscheinlich ein Kollege ist oder so. Oder der zweite Account, I don't know. Und ich sehe die dann so und die geben sich so richtig Mühe, Digga. Die reden dann so voll über ein Thema, so als würde der gerade irgendjemand zuhören. So. Aber es hört halt keiner zu, Digga. Und es ist dann einfach so, Mann, das tut mir dann richtig leid, wenn ich das sehe. Das tut mir richtig leid, Digga. Okay, vielleicht mal so von 17 bis 18 Uhr habe ich mal eine Stunde Just Chatting gestreamt. Hier sind die Stats. 56 Minuten, 0 Zuschauer, 2 Live-Aufrufe, keinen einzigen Follower dazu. Es hat, by the way, am Montag und am Dienstag auch niemand in den Twitch-Chat reingeschrieben. Kein einziger wollte irgendwie Hi schreiben oder so, obwohl ich das im Titel hatte. Bisschen traurig. Dann habe ich nochmal zur Primetime versucht, ein bisschen zu zocken. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr auch wieder nur 2 Live-Aufrufe, kein einziger Follow, gar nichts. Obwohl ich mal eine Handcam drin hatte. Bringt wohl leider auch nichts. Sehr, sehr schade. Herzlich willkommen zu Tag 3 vom Streaming-Projekt. Ich bin richtig motiviert, denn in den letzten 2 Streams haben wir ganze 0 Chat-Nachrichten bekommen. Ich habe umsonst gestreamt. Keine Sau hat sich meine Streams gegeben. Es ist eigentlich ein Trauerspiel. Und um ehrlich zu sein, Leute, habe ich auch nicht mehr so wirklich die Motivation. Ey, eine 3 in den Chat. Wenn ihr schon mal versucht habt zu streamen, keine Zuschauer hattet und dann es einfach gelassen habt, so. Wer von euch hat schon mal versucht, Digga, und es hat halt nicht funktioniert und dann dachtet ihr euch einfach so, Bruder, scheiß drauf. Perfekt, mein ganzer Chat. Normal zu streamen. Es ist halt geil, wir müssen jetzt endlich mal... Junge, mein ganzer Chat einfach, Digga, what the fuck? Und jetzt seid ihr hier bei mir gelandet, ihr kleinen Versager, Digga. Ihr kleinen gottverdammten Versager. Jetzt hab ich euch endlich an den Eiern, Digga. Mich immer runtermachen, wisst ihr, wie ich mein? Mich immer runtermachen, weil ich ja dumm bin und lost, aber ihr seid hier die Versager gerade, nicht ich. Einmal bin ich in der Position, wo ich das zu euch sagen kann, Digga. Nee, da braucht ihr jetzt gar nicht D-Doppelpunkt machen. Da braucht ihr jetzt gar nicht D-Doppelpunkt machen, Digga. Weil sonst seid ihr immer die andere fertig machen und runter machen. Hä? Jetzt seht ihr mal, wie das ist, Digga. Macht euch mal Gedanken dazu. Richtig handeln. Und jetzt, Freunde, wird's ein bisschen ehrenlos, denn ich habe keine Ahnung, wie ich sonst an Viewer kommen soll. Erstens, es ist, glaube ich, einfach so 31er. Schwer groß zu werden ohne Facecam. Warum sollte man einen Streamer schauen mit 0 Viewern und wo man einfach nur Gameplay sieht, höchstens eine Handcam sieht, die eigentlich eh keinen juckt? Facecam ist halt einfach Carry. Deswegen ist das so schwer für uns und ich kann mich halt einfach nicht zeigen, weil das halt eben gegen die Regeln wäre von diesem Video. Deswegen werden wir uns... Alle Zuschauer weg ab jetzt. Ja, eine 8 im Chat, wenn es der letzte Stream war, den ihr euch von mir angeschaut habt. Ist heute im dritten Stream anders liegen, und zwar... Ja, okay, Chat. Mann, ey, ihr seid solche kleinen Vaginas, Digga, das ist nicht mehr normal. Ihr seid solche kleinen emotionalen, Trauermenschen. Ihr müsst auch immer alles auf die Goldwaage legen, Digga. Ein Twerk und unsere Facecam rein. Let's go. Yo, wer ist sie denn jetzt, Digga? Hallo? Okay, hä? Sympathisch, aber wer ist sie? Oh, das wird im... Kann mir das einer erklären? Ich hab nicht zugehört gerade. Hör doch zu. Ja, ich hab nicht zugehört. Wir warten eine Entschuldigung. Ich werde mich niemals entschuldigen bei euch. Das ist... Ah, ach so. Er hat jetzt das Video einfach reingemacht, oder? Das ist quasi ein Fake. Ein Bait ist es, okay?